Also dann das nächste Rennen und letzte. Asia, Oceania, Asien, Ozeanien. Diesmal auf dem Mount Panorama Circuit. So, die Saal. Takuma Miyazono aus Japan und ich sind vielleicht die beiden größten Subaru-Fans in diesem Wettbewerb. Ich hoffe eines Tages sein Teamkollege zu sein. Frage. Nach diesem Rennen möchte ich für eine Weile nach Brasilien zurückkehren. Alles klar. Fährst du nicht mal mit, aber okay. Ursprünglich stamme ich aus Melbourne, Australien. Das ist eine aufregende Stadt, sehr multikulti. Das liebe ich. Auch wenn die Winter verdammt kalt sind. In Melbourne. Okay. Mount Panorama ist eine australische Strecke, auf die wir alle sehr stolz sind. Manchmal hoppen sogar Kängurus auf die Strecke, also halten Sie die Augen offen. Also. Diesmal drei Runden, nicht zwei wie beim letzten Mal. Wagen. Ciao. Jetzt haben wir keine Führung, nicht mehr Miyazono. Wenn man ab mit dem Super, sollte auf dem Geraden sehr, sehr stark sein. So, diesmal ohne groben Fehler hier durchgekommen. Geht doch. Aufzuholen ist. Simmons, Suspiro. Richtig Stau jetzt gleich.
Gallo dran. Dann noch Kawakami und den Miyazo noch. Einfach schnell auf der Geraden. Kann nicht mithalten. Ich muss ihn in den Kurven holen. Ja, super. Ja, man kam auf der Kawakami Platz und mir wegblockierte damit. So ein Raster. Ich sehe einfach gar nichts hier. Ja, mache ich gut. Mach ich absolut fantastisch. Meine Fresse, bin ich blöd. Ich hätte es auf der Hand gehabt. Aber nee, natürlich nicht. Ich muss da noch joken. Und zwar ganz hart. Das ist peinlich. Aber eben, man sieht einfach keinen Meter. Das Licht ist extrem schwach. Und dann kommt noch diese. Ja, wenn die Lichter dann auch noch so hoch angesetzt sind, dass man wenig sieht. Ja, vielen Dank. Ich will ja die Strecke vor mir sehen können, aber man kann ja die Lichter nicht einstellen. Dramatisch. Sorry.
Also. Die haben ja auch viel zu früh gebremst. So, dann müssen wir uns folgen. So gut es geht. Bremsen doch alles so früh. Unglaublich früh. Manchmal könnte man recht meinen, die machen das mit Absicht, diese frühe Bremsen. Mann, der RCF muss ja mal richtig auf. Und drängt mich ab, das finde ich super. Dich komme ich noch zu, du Arschloch. So, gefällt dir das? Gefällt dir das, hä? Hä? Selbstschuld. Trottel. Man sieht wirklich nicht viel.
So, geschafft. Den Kawakami habe ich jetzt noch schön zurückgereiht. Den Idioten. Also, das ist dann der Meisterschaftssieg mit 36 Punkten vor Miyazono mit 27 und Yamanaka mit 24. Dangalo mit 23 Punkten, Hisar und Susvelo mit 14, sowie Kawakami. Kokubun mit 12, Simmons mit 6 und Lenoir mit 4 und der Rest ohne Punkte. Healy, Hoshino, Anderson, Smith, Nomura, Ichikawa. Und nochmal 50.000. Das gibt ein M3, M3 oder M4. Was bekomme ich? Ah, ein BMW M3 von 2003. Gibt 84 Punkte, nehme ich gerne mit. So, damit ist es auch geschafft. Okay, dann zurück. Gute Arbeit, Sie haben die Asien-Ozeanien-Meisterschaft gewonnen. Ich habe Ihre Belohnung für Sie parat, greifen Sie zu. Ripple Ring, Dragon Trail, Nürburgring. Und neues Menübuch. Sammlung BMW M3. So, die M3s, die zum Sammeln sind, der M3 Sport Evolution. Der Anfang einer Legende, eine stark modifizierte Kommunikationsversion des E30 3er-Reihe. Und dann noch der BMW M3 von 2007. Dieser M3 der vierten Generation mit einem V8-Motor mit 308,9 kW basiert auf dem Coupé der E92er 3er-Reihe. Für dieses Menü sollen Sie bitte Autos des bayerischen Herstellers BMW sammeln. Genauer gesagt werden Sie die Hochleistungssportwagen aus der M-Serie sammeln. Kommen Sie zurück zum Kaffee, sobald Sie alle drei Autos haben, ich gebe Ihnen Ihre Belohnung. Okay, ich glaube bei der Challenge werde ich ein bisschen warten. Also, erstmal in der Garage nachschauen. Da habe ich jetzt wahrscheinlich so viele Autos bekommen. Ja, das sind so viele Autos dazu gekommen. 57. Also, der Volkswagen Soundbus Typ 2. Ein niedlicher Bus, der trotz seiner kleinen Karosserie viel Raum bietet. Dann der Porsche 911 Turbo. Moment kurz, ich schaue noch was nach. Dieses Flaggschiff der 911er-Reihe bietet ein kraftvolles Karosseriedesign und einen Motor mit Turbolader. So, versuche ich halt nochmal mein Glück, weil jetzt hat es die Aufnahme einfach jedes verdammte Mal unterbrochen. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob es an der Musik liegt oder an dem Menü, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Aber es war mega verdammt nervig, dass das jedes Mal passiert. Weil wie gesagt, ich weiß nicht warum. Ich weiß beim besten Willen nicht warum. Ja.
Läuft die Aufnahme noch? Ja. Ja, läuft noch. Sicherheitshalber habe ich jetzt die Musik trotzdem abgeschaltet. Weil es halt einfach genervt hat, jedes Mal hier. Und ich halt einfach gedacht habe, ja, gut, vielleicht ich schalte sie trotzdem mit wieder ein. Weil offenbar lag es nicht am Sound. So. Dann stellen wir alles wieder so wie gehabt ein. Bla bla bla. So. Also. Ich wollte hier bei den Missionen jetzt etwas weitermachen. Also. The Magic Mountain, das haben wir gemacht. Beyond the Horizon haben wir auch gemacht. Jetzt kommt noch der Rolling Stone. Der Pass, leichter Sportrennwagen. Überholen Sie auf dem ersten Teil der Nürburgring-Nordschleife alle anderen Autos. Ihre Gelegenheiten zum Überholen finden Sie zwischen den Kurven. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, da habe ich schon übertrieben. Das geht so schnell. Ja, ich kann da kaum raus beschleunigen. Werde dann auch noch von der Strecke gedrängt. So wenig Grip auf dem Reifen. Und natürlich darf ich die auch gar nicht berühren. Logisch nicht. Ach, verdammt. Wusste ich's doch.
Also zu weit. Wow, da muss ich ja ein gutes Stück schneller sein. Vor allem hat man so wenig Platz zum Überholen, es ist einfach extrem eng hier. Ja, machbar muss es trotzdem sein. Immer noch viel zu weit weg. Wow. Wo erwartet der, den ich überhole? Ja, das klappt schon mal nicht mehr. Macht. Ich kann doch nicht einfach Linie wechseln, was soll das? Der macht es tatsächlich. Das ist das Lächerlichste, was ich gesehen habe. Das ist ja richtig der lächerliches Fahrverhalten. Schäm dich. Ja, jetzt... Ah, leck mich doch. Jetzt werde ich doch... Ah. Entscheid dich mal. Bei so einer Challenge darfst du nicht einfach die Linie wechseln. Einfach, der wechselt einfach die Linie, was für ein Arschloch. Das halte ich für ein Gerücht.